Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Und die Tür ist überhaupt nicht gruselig gerade einfach zugegangen, nein. So, wir können irgendwas nehmen. Wir nehmen alles mit, weil wir können bestimmt ganz viel Zeug verkaufen. Gottfried und der Ritter zum Schach. Das ist wichtig. Haben wir hier. Zitation von Herzogin Anna Henrietta. Es heißt nicht mehr Zitat. Nein, es heißt jetzt Zitation. Okay, wir ignorieren die. Ey, du hast mich angerannt, ja? Wie wär's mal mit Entschuldigung? Aha. So, wir nehmen Rezept für Lagustensuppe. Okay. Tussard. Erstmal mit dem Tavernenwirt reden. Normalerweise empfehle ich ja unsere berühmte Langustensuppe. Aber leider sind die Langusten aus. Ich könnte sie natürlich durch was anderes ersetzen. Barsch zum Beispiel. Langusten durch Barsch ersetzen? Ich bitte dich. Und was kommt als nächstes? Essig statt Wein? Petersilie statt Thymian? Nun, ihr Nordlinge seid ja ganz nett, aber von guter Küche habt ihr keine Ahnung. Entschuldigung. So. Zeig mir, was du anzubieten hast. Wir handeln erstmal. So, hier können wir nämlich jetzt Sachen verkaufen. Oh, das brauchen wir alles nicht. Plötze, Trophäe von Goliath. Nee. Quest gegen Jesiseta mal, guck mal. Plunder. Warum kann ich meinen Plunder nicht an ihn verkaufen? Das ist ja doof. Alchemie. Okay, damit kann er nichts anfangen. Gut zu wissen. Trank der Leerung. Okay. Dann haben wir hier Fackel. Ja. Kann man ja vielleicht mal gebrauchen. Ghoul-Gewinnkarte. Dieses Gewinnt, ich weiß nicht, ich habe es immer nie richtig verstanden, wie man das überhaupt spielt, ehrlich gesagt. Okay, tschüss. Danke. Bis dann. Jo, man sieht sich, Alter. Ich stand da vorne, nicht hier, aber okay. Hexer! Ja, guter Mann. Was hast du heute vor? Wein trinken und im Heu toben? Ja, auf jeden Fall. Sei Peter, Fläschchen. So geil, was man hier alles ausrauben kann. So. Aber. Sicher nicht unter der Rüstung kratzen. Ich würde gerne. Ja, ist okay, ist okay. Jetzt entspannt euch doch mal, liebe Karte. Ich muss hier hin. Das Biest von Toussaint. Erstmal brauche ich einen Friseur. Ist hier sowas gibt? Ein Schleifstein, okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal in diese Town da. So, plötzlich erscheint unser Pferd, das stand direkt vorm Eingang. Natürlich haben wir das gesehen. Ah, ich finde das Spiel ist so schön. Ich finde, es ruckelt jetzt auch irgendwie nicht mehr. Also ich habe nichts verändert. Ich habe nur das Spiel neu gestartet. Also ich habe das letzte Mal gestern auf. Oh, ist das schön. Oh, diese Gegend. Oh Gott, geil. Ich könnte in The Witcher echt rumlaufen und mir nur die Gegend angucken. Dann wäre ich schon zufrieden mit dem Spiel. Das Spiel würde von mir für die Gegend alleine schon 5 Sterne bekommen. So cool, wie das alles gestaltet ist. Was ich halt auch sehr cool finde, ist, dass das wirklich echt aussieht. Mörder muss noch hier sein. Er hat sich zwar gerade noch bewegt, aber okay. Wo kann ich den ausrauben? Geil. Erste, was ich tue. Kartoffelbovist. Ich will den gerne untersuchen, hallo? Okay.
Gebrochene Rippen, Blutungen aus den Ohren. Muss ein ordentlicher Hieb gewesen sein. Kann gut sein. Die Kehle wurde aufgerissen von einem etwa menschengroßen Gebiss. Abgesehen von der Länge der Eckzähne. Vampire. Massakriert. Das war ein Vampir, aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Es muss eine Bruxa gewesen sein. Alles klar. Mit einem einzigen Hieb getötet. Es muss im Keller sein. Flussschlamm. Der Leichnam wurde in diesem Wagen transportiert. Der Angreifer hat den Wagen mühelos umgeworfen. Vampire halt anscheinend, ne? Klauenspuren. Fünf einzelne Krallen. Die Größe entspricht der einer kleinen Menschenhand. Kleine Menschenhand? Also ein Vampirkind oder was? Ja, ich kann die Leichen ausrauben. Ob wir hier rein müssen? Ich weiß ja nicht. Nicht, dass die Blutspuren hier schon sagen, geh hier rein. Fußspuren. Von kleinen, bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Von der Treppe gefallen, hat sich das Genick gebrochen. Oh. Geht hier offensichtlich lang? Gewalt gegen die Wand geschleudert. Überhaupt nicht gruselig, nein. Damit wurde das Gitter eingeschlagen. Mit dem Menschen, ja klar. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Oh. Du. Dich habe ich in der Taverne gesehen. Ich weiß, was du bist. Aber warum hast du die Leute umgebracht? Wegen ihres Blutes jedenfalls nicht. Geil. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Ich kann dich nicht gehen lassen. Warte mal, wie wird man das Feuerding? Wow, die ist ja echt heftig dran, Alter. Wir sterben gleich, ey. Fuck, Alter. Moment. Wir haben doch Bestiarium, Vampire. Was hilft denn? Irden, schwarzes Blut, Vampiröl, Mondstaub als Bombe. Ach, scheiße. Wir haben sowas nicht, oder? Die Musik ist toll, ne? Ich will jetzt hier zwar nicht mehr rausgehen aus diesem Menü, aber hey. Ach, Öle. Da gucke mal. Gift der Erhängten. Hybridenöl, Insektoidenöl, Drakonidenöl, Vampiröl. Okay. Alles klar. Mondstaubbombe war das, ne? Ja.
Ist jetzt nur die Frage, wie man Bomben aktiviert. Ich muss da, glaube ich, nochmal nachgucken. Plunder, ja, das brauchen wir alles nicht. Taschentuch. Gestattet ist, Geister zu hören und zu sehen. Ach ja, ich erinnere mich. Alchemistische Zubereitung. So, das, was wir eingesammelt haben. Gottfried. Ach, die Zitation. Genau. So, Vampiröl haben wir. Jetzt müssen wir Irden noch ausrüsten. Oh, ich habe Angst, ne? So, Option. Tastaturzuweisung. Es tut mir leid, ich muss hier nochmal gucken. Also das überfordert mich hier. Warte mal, Bombe. Silberschwert, Aden, Irden. Irden brauchten wir, ne? Ach, Ard, nicht Aden. Alchemie, bla bla. Tauchen, Rollen. Zwischenzeichen umschalten. Zu blöd dafür, ey, Moment. Nein, wir gehen mal ins Spiel zurück. Oh. Wie kann ich denn jetzt erstmal eine Schwalbe uns gönnen, damit unser Leben wieder... Das funktioniert ja wunderbar mit zwei, drei Zeichenwirken. Scheiße, ey. Was mache ich denn jetzt? Wir können Knödel essen. Ich muss mal nachgucken, Moment. Ich will nicht ein Spiel laden. Das war doch hier irgendwo. Zwischen Zeichen wechseln. Mausrad. Das habe ich getan. Wenn da ihr den... jetzt geht er mal weiter, Mann. Sieht ja schon mal nicht schlecht, ne? Zwar teilen wir noch überall die Zeichen, damit wir sie sehen. Gott, ey. Jamila, das wäre richtig was für dich. Ich sag's dir, ey. Ausweichen, ey, das nervt ja mich schon richtig. Ist sie jetzt tot? Schlag noch 100 Mal drauf, bitte, zur Sicherheit. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gehen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? War zum Glück nicht schlimm oder so, nein. Erstmal ein Knödel essen. Ach, das war unser Zeichen, was hier so komische Geräusche macht. Das stinkt. Nee, echt? Es ist eine Leiche, Geralt, ich bitte dich. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper lecker. Gevierteilt, wie ich es mir dachte. Ah, mein Wasser steht so weit weg. Nein! Kopf untersuchen. Okay, wir werden den Kopf mal untersuchen. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Erstmal dran rum. Eine Verbrüse.
voll mit Münzen. Lecker. Nilfgaardische Florin aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Dann nehmen wir doch mal den Oberkörper, oder? Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Okay, abgetrennte Hand untersuchen. Eine dritte Hand? Ersatzteil? Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm? Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Steck eine lebendige Hand mir in die Arschtasche. Ich würde das ja nicht machen, ne? Versuchung beenden. Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmarin soll mich zur Herzogin bringen. Muss er mal was anmerken. Er hat gesagt, das Blut fließt noch in der Hand. Aber der Blutkreislauf vom Körper ist ja ein Kreis. Und die Hand ist Teil davon. Das heißt, irgendwann müsste dann auch das letzte Blut aus der Hand geflossen sein, weil die da ja ein bisschen kaputt ist. Nur ein bisschen kaputt, ne? Aber gut, ich sag dazu nichts weiter. Was haben wir hier Geiles? Ressort irgendwas? Anfängerausrüstung, Reparaturkrams? So, ich muss immer gucken, ob man noch was einsammeln kann. Nicht so aus. Aber es ist nicht schlecht, vorm Kampf mal nachzugucken. Bist du jetzt unfähig, durch eine Tür zu gehen? Nein, zum Glück. Also vorm Kampf mal nachgucken, wie man diese Person da am besten besiegen kann. Gegen die wir kämpfen müssen. Ich kann hier nicht mal Wein klauen, also ehrlich. Oh nein, ich kann das Licht sehen. Boah, es ist so schön hier. Wir haben eine lebendige Leichenhand in der Hosentasche. Ob sie ihm die Arschbacken massiert, dann kann er ja die Hand immer abwechselnd 5 Minuten in der Tasche und 5 Minuten in der Tasche. Und vorne in den Schritt packt er die Hand bestimmt auch. Ah, es ist so toll hier. Oh. Aber kein Friseur. Ich glaube, wir müssen uns noch einen Moment gedulden, bis wir zum Friseur können. Langsamer. So, das Superpferd. Oh, ratet mal, wer vergessen hat, das Handy auf lautlos zu stellen. Also ich war es natürlich nicht. Das war der Gast, den ich nicht hier habe. Gerald. Jetzt geht er lang. Oder Pferd. Was denn das für ein Weg hier? Da muss man ja Angst haben, dass hier irgendwo was lauert. Ob da ein Turnier stattfindet? Was hält uns hier auf? Stein. Der war wohl einen halben Zentimeter zu groß. Halt! Das sieht schon toll aus, ne? Über Bier leisten, geschweige denn meine Waren. Ach, ist das schön. Aber wir werden diesen Part erstmal beenden hier. Dann danke ich fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.